Ich begrüße Sie zu einer Sondersendung anlässlich der Flüchtlingstragödie auf der Ostautobahn. Dort sind ja heute Vormittag in einem abgestellten LKW bei Parndorf zahlreiche Leichen entdeckt worden. Wie viele genau, das konnte die Polizei bisher nicht sagen. Bis zu 50 könnten es sein, hieß es zu Mittag. Neuigkeiten gibt es aber jetzt in einer Pressekonferenz der Polizei in Eisenstadt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie zu unserer heutigen zweiten Pressekonferenz begrüßen. Der Anlass unserer Pressekonferenz ist bekannt. Es ist heute im Laufe des Tages, des späten Vormittages bei uns im Burgenland ein wirklich schreckliches Verbrechen zutage getreten. Ich möchte zunächst die Gelegenheit nutzen, die Umstände und die Sachverhalte noch kurz zu replizieren. Wir waren heute im Laufe des Vormittages mit der Frau Bundesminister für Inneres im Bereich Nickelsdorf im Bereich Neusiedl am See unterwegs, um zum einen sich einen Situationsüberblick über die Asylthematik, über unsere Asylproblematik, Aufgriffsproblematik zu machen. Und im Zuge dieses Besuches wurden wir am späten Vormittag um 11.40 Uhr verständigt seitens unserer Kollegen der Autobahninspektion Bozneusiedl, dass sie im Bereich Neusiedl am See auf der A4 Richtung Wien einen kleinen LKW wahrgenommen haben, wo bereits im Bereich der Ladefläche, im hinteren Bereich des Fahrzeuges Verwesungsflüssigkeit ausgetreten ist. Bei einer ersten Beschau des Fahrzeuges, das Fahrzeug wurde kurz geöffnet, hat sich der erste Verdacht bestätigt. Im Fahrzeuginneren, im Bereich der Ladefläche, waren zahlreiche Menschen, zahlreiche Leichen vorzufinden, bei denen bereits ein fortgeschrittenes Stadium der Verwesung oder ein beginnendes Stadium der Verwesung festzustellen war. Wir haben dann unmittelbar und unverzüglich natürlich sofort unsere Maßnahmen getroffen, die kriminalpolizeilichen Maßnahmen eingeleitet. Wir haben hier auch eine ab 13 Uhr einen Krisenstab eingerichtet, um hier die besonderen Abläufe, die in einer solchen Situation erforderlich sind, auch zu kanalisieren, um auch entsprechend mit unseren Ermittlungsschritten Richtung Bund, Richtung Nachbarstaaten hier tätig werden zu können. Wir haben dann in der ersten Phase dieser Situation das Fahrzeug, den Tatort vor Ort untersucht. Wir haben das Fahrzeug außen untersucht. Wir haben die Fahrerkabine tatortmäßig aufgearbeitet und wir sind dann in einem nächsten Schritt, ich glaube es war 14, 15 Uhr, sind wir dann mit dem Fahrzeug, haben wir das Fahrzeug verbracht nach Parndorf, weil wir in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft in weiterer Folge das Fahrzeug auf der Autobahninspektion bzw. im Bereich Parndorf näher untersuchen wollten in einer Garage. Das ist uns in der Phase dann nicht gelungen, weil wir mit der Situation vor Ort nicht zurechtkamen. Wir wollten Kühlertransporte anmieten und anfordern, das ist uns nicht gelungen, sodass wir dann schlussendlich unmittelbar darauf diesen Lastwagen verbracht haben nach Nickelsdorf. Der Lastwagen ist jetzt aktuell in Nickelsdorf, in der ehemaligen Veterinärdienstgrenzstelle. Dort haben wir in dieser Veterinärdienststelle, in einem Teilbereich dieser Dienststelle, die bereits geschlossen ist, eine Kühlsituation, sodass wir hier auch für die Gerichtsmedizin und auch für die Kriminalpolizei, die hier in weiterer Folge natürlich sehr stark gefordert ist, ideale Voraussetzungen haben werden. Wir werden hier, und das ist jetzt die Tätigkeit unmittelbar, die jetzt stattfindet, das Fahrzeug dort dann im Bereich der Ladefläche öffnen. Wir werden dann genau sichten, wie viele Personen sind im Fahrzeug, wie viele Leichen sind hier zu bergen. Diese Tätigkeit wird meiner Voraussicht nach und meiner Einschätzung nach bis morgen in den Vormittag hinein andauern. Wir werden in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und auch in Abstimmung mit dem Gerichtsmediziner hier die notwendigsten Schritte setzen, die auch, glaube ich, es auch notwendig macht, dass wir in weiterer Folge auch die Menschen identifizieren können am Ende des Tages. Und wir werden laut Plan, den wir jetzt akkordiert haben, mit der Gerichtsmedizin, wenn alles unseren Vorstellungen entspricht, verlaufen wird, werden wir dann die Leichen am morgigen Tag in die Gerichtsmedizin Wien überstellen. Das ist kurz zusammengefasst und in groben Umrissen
die Situation vor Ort und die Situation dieses Verbrechens betreffend unmittelbar. Wir haben, und es gibt ja schon die eine oder die andere Meldungen, wir haben natürlich versucht, auch sofort Fahndungs- und Ermittlungsschritte einzuleiten. Ich möchte mich hier wirklich ganz besonders und ausdrücklich bedanken bei unseren ungarischen Kollegen, die uns unmittelbar für die kriminalpolizeiliche Zusammenarbeit zwei Kollegen geschickt haben. Die Zusammenarbeit mit diesen Kollegen und grundsätzlich mit Ungarn funktioniert ausgezeichnet. Wir haben hier bereits erste Erkenntnisse, dass der Lastwagen, wobei es sich hier um einen in Ungarn zugelassenen Lastwagen handelt, der mit einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen doch ein schwereres Fahrzeug ist, ein größeres Fahrzeug ist, die Ladefläche auch entsprechend groß ist. Dieses Fahrzeug, hier gibt es erste Erkenntnisse, dass dieses Fahrzeug gestern in den frühen Morgenstunden südlich, östlich von Budapest gestartet ist, dass es am gestrigen Tag, am frühen Vormittag unmittelbar vor der österreichischen Grenze sich aufgehalten hat. Und wir gehen davon aus, dass es natürlich im Laufe des gestrigen Tages in der Nacht nach Österreich verbracht wurde und dann dort in dieser Pannenbucht, wo es abgestellt worden ist, in dieser Situation heute vorgefunden wurde. Zur Anzahl der im Fahrzeug befindlichen Menschen kann ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt noch keine Auskunft geben. Wir gehen davon aus, dass die Zahl 20 überstiegen wird. Wir rechnen durchaus damit, dass hier 20 bis 50 Personen hier mit diesem kleinen Lastwagen transportiert wurden, dass diese 20 bis 50 Personen zu Tode gekommen sind und dass es mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit sich um Flüchtlinge handelt, um Menschen handelt, die in dieser Schlepperroute hier von Ost nach West hier transportiert worden sind. Ich darf hier zu meiner Seite auch vorstellen, links den stellvertretenden Leiter der Kriminalabteilung Burgenland, der hier natürlich auch für Detailfragen, soweit sie hier überhaupt zu jetzigen Zeitpunkt noch beantwortet werden können, zur Verfügung stellen. Hier neben mir zur rechten Hand ist auch der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, der Ihnen auch zur Verfügung stellt, wenn es darum geht, hier Antworten in englischer Sprache zu geben. Und ich darf für das erste Statement hier den leitenden Staatsanwalt Dr. Fuchs entschuldigen. Der leitende Staatsanwalt ist bei dieser Amtshandlung vor Ort. Wir werden aller Voraussicht nach morgen im Laufe des Vormittags dezidiert sagen können, wie viele Personen sich im Kleinlastwagen befunden haben. Wir werden diesbezüglich heute in der Nacht vor Ort in Nickelsdorf durcharbeiten und wir werden aller Voraussicht nach, das darf ich jetzt ankündigen, morgen um 11 Uhr hier eine Pressekonferenz machen und geben im Beisein des leitenden Staatsanwaltes, wo wir dann nähere Details bekannt geben werden. Und ich hoffe, dass wir Ihnen dann auch morgen die Zahl nennen können, jener Personen, die im Kleinlastwagen hier transportiert worden sind. Wenn es diesbezüglich Fragen gibt, bitte stehe ich Ihnen gerne jetzt zur Verfügung. Bitte. Bitte. Der LKW ist laut den ungarischen Kollegen am frühen Morgen gestern östlich von Budapest gestartet. Weiß man irgendwas, wo der davor war? Wir haben diesbezüglich keine Erkenntnisse, wo der LKW davor war. Diese Erkenntnisse akquirieren sich einzig und allein darauf, aufgrund des Mautsystems und aufgrund der Aufzeichnungen der ungarischen Kollegen. Wir wissen, dass er gestern am frühen Vormittag unmittelbar vor Österreich sich aufgehalten hat. Wir rechnen und gehen davon aus, dass er im Laufe des Tages, am gestrigen Tag oder am Abend dann hier die Grenze nach Österreich überschritten hat. Weiß man schon irgendwas über den Fahrer oder die Fahrerin? Das wäre jetzt unseriös, hier weitere Ermittlungsschritte hinsichtlich der Tätergruppe bekannt zu geben. Wir haben natürlich erste Ansätze, wonach es sich durchaus hier ein bisschen in verschachtelt mit einer Firmenkonstruktion, möglicherweise mit einer slowakischen Firmenkonstruktion hier auf die Tätergruppe zu kommen ist. Aber das sind alles sehr vage Aussagen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen diesbezüglich keine Auskunft geben. War der abgeschlossene Lastwagen?
Der Lastwagen war im Fahrerhaus nicht abgeschlossen und die Kollegen, die als erstes einschritten, konnten auch die Ladebordwand öffnen von außen und haben eben dieses ihren ersten Anfangsverdacht verifiziert. Man muss dazu sagen, dass es sich bei diesem LKW auch um einen Kühllastwagen handelte. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Das ist ein Ermittlungsstand, den wir noch nicht wissen, weil wir zum jetzigen Zeitpunkt den Lastwagen noch nicht geöffnet haben. Wenn man weiß, dass der in Ungarn war gestern, würde mich interessieren, wissen Sie, warum er den nicht kontrolliert hat? Also man weiß ja offensichtlich, wo das Fahrzeug hergekommen ist. Dann frage ich mich irgendwie, warum er den damals nicht schon irgendwie angehalten hat oder geöffnet hat. Ja, wir haben hier in unserem Bereich in Burgenland eine Situation, wir haben hier schon heute diesbezüglich etliche Besprechungen, wo wir natürlich mit massiven Aufgriffen kämpfen. Wir hatten gestern, nur um das zu veranschaulichen, nur in Burgenland hier im Bereich Neusiedl über 300 Aufgriffe. Wir haben heute bereits wiederum über 300 Aufgriffe und diese Strecke M1, A4, hier passieren täglich 3000 LKWs, so im Schnitt diese Route. Und hier eine Kontrolldichte aufzuziehen und eine Kontrolldichte vorzunehmen, dass wir hier lückenlos kontrollieren, dass wir LKWs lückenlos kontrollieren, das ist nicht möglich. Peter Hlavek, TA3. Können Sie bitte wiederholen Nummer, wie viele Menschen waren in das Auto oder nur Kinder oder Erwachsene? Danke. Ich möchte auch diesen Umstand nochmal betonen. Die Situation ist jene, dass wir den LKW noch nicht geöffnet haben, dass wir jetzt den LKW verbringen zur Veterinärdienststelle nach Hickelsdorf. Dort haben wir in der Veterinärdienststelle eine Kühlsituation. Dort werden wir die Ladewand des LKWs öffnen. Unsere Kollegen haben bereits eine Besichtigung vor Ort durchgeführt. Sie müssen sich vorstellen, beim ersten ansichtig werden ist aus dem hinteren Bereich des LKWs hier Flüssigkeit ausgetreten, Verwesungsflüssigkeit ausgetreten. Sie müssen sich vorstellen, das ist ein LKW, der 7,5 Tonnen schwer ist, der 5 Meter lange Ladebordwand hat. Also es war nicht ersichtlich ganz genau, wie viele Personen drinnen sind. Es ist nicht möglich, das auf Augenschein zu verifizieren. Wir gehen davon aus, dass jedenfalls mehr als 20 Personen drin sein werden. Es können 30, es können 40, es können auch 50 Personen sein. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es sich dabei um Kinder handelt, ob es sich um Frauen handelt. Wir waren heute mit der Frau Bundesminister, wie ich schon gesagt habe, an unserer Sammelstelle in Nickelsdorf. Wir haben dort die Flüchtlingssituation beobachtet. Wir haben dort gesehen, dass die Flüchtlinge, sehr viele Kinder heute dort waren. Es waren sehr viele Frauen auch dort und wenn man die Flüchtlingssituation sieht, wer flüchtet, wird man höchstwahrscheinlich ganz schwierig ausschließen können, dass nicht auch Kinder und Frauen in diesem LKW sind. Die Erkenntnisse nach jetzigem Stand sind jene, wie ich schon gesagt habe, dass er sich am gestrigen Tag ungefähr um 9 Uhr in Hegeschalom unmittelbar vor Nickelsdorf aufgehalten hat. Das Fahrzeug wurde jedenfalls verifiziert, heute Morgen in der Früh in Österreich bereits gesehen, in dieser Bannenbucht gesehen und ich gehe davon aus, dass er in diesem Zeitrahmen von gestern 9 Uhr bis heute 6 Uhr in der Früh nach Österreich gefahren ist. Das ist natürlich schwierig, jetzt hier eine Einschätzung zu treffen. Das wird dann am Ende des Tages der Gerichtsmediziner beurteilen müssen. Wenn man berücksichtigt die derzeitige Witterung, kann man vielleicht davon ausgehen, dass der Todeszeitpunkt 1,5 bis 2 Tage zurückliegt. Also Sie gehen davon aus, dass die Flüchtlinge schon tot waren, als sie die Grenze überquert haben in dem Lastwagen? Es spricht vieles dafür. Außenbordwand und irgendwelche Luftlöcher
Diesen Sachverhalt haben wir bis dato noch nicht verifiziert. Es wird auch im Ablauf so sein, dass jeder einzelne Leichnam, jeder einzelne, der hier zu Tode gekommen ist, dann am Ende des Tages, in den nächsten Tagen in Wien, obduziert wird, vom Gerichtsmediziner obduziert wird und im Einzelfall, in jedem Einzelfall, die Todesursache festgestellt wird. Von den Ressourcen her schaffen Sie es nicht, alle LKW zu kontrollieren. Wäre es für die Arbeit sinnvoll, für die Polizeiarbeit, wenn Sie alle verdächtigen LKW kontrollieren könnten? Also wie am Wochenende von Tassau nach Österreich nach Wien gefahren oder Stadt gefahren. Also man sieht schon, man kann es leider schon sagen, das könnte ein Verdächtiger sein. So viele waren es nicht. Also das Laie kann ich mir schon vorstellen, dass es Ressourcen gäbe, die zu kontrollieren. Wäre das sinnvoll aus Ihrer Sicht für die Arbeit, wenn man die alle auswischen könnte und kontrollieren? Diese Minivans, ich möchte dazu sagen, dass wir, wenn ich jetzt ein bisschen ausholen darf, auch historisch ein bisschen ausholen darf, dass wir hier im Bereich dieses Grenzüberganges Nickelsdorf wirklich an einer Drehscheibe sich befinden. Also diese Grenzübergangsstelle Nickelsdorf hat eine hohe Frequenz. Wir haben es auch nicht geschafft, in Zeiten, wo wir noch Schengen-Außengrenze hatten, mit einer Personalsituation in Nickelsdorf mit über 240 Personen und mehr, wo wir dort Dienst gemacht haben, wo wir Grenzkontrolle fortgemacht haben, hier auch im Transitverkehr bei dieser hohen Anzahl von Reisenden und hohen Anzahl von Transitierenden hier eine lückenlose Kontrolle vornehmen zu können. Das ist nicht möglich. Das muss man auch ganz offen sagen. Aus Ressourcengründen, und ich glaube, es ist ja auch so, wenn wir hier eine lückenlose Kontrolle durchführen würden, würde sich eine irrsinnige Staukapazität bilden. Der zweite Punkt in diesem Fall ist ja auch der, dass es gerade dieser LKW kein schleppertypischer LKW ist. Bei diesem LKW handelt es sich um einen Groß-LKW, einen Kühl-LKW, der an und für sich unseren Erkenntnissen zufolge bis dato eher nicht in die bevorzugte Kategorie von Fahrzeug zu einzuordnen ist, die Schlepper verwenden. Schlepper verwenden, wie Sie richtigerweise gesagt haben, eher diese Klein-LKWs, Kleinbusse. Und natürlich versuchen wir, eine Kontrolldichte in der Fläche aufrechtzuerhalten. Aber es ist evident, dass auch Schlepperfahrzeuge in Oberösterreich aufgegriffen werden, Schlepperfahrzeuge in Niederösterreich aufgegriffen werden. Und ich möchte nochmal betonen, es ist klar, dass dieses Fahrzeug für uns nicht primär als Schlepperfahrzeug erkennbar gewesen wäre. Soweit das Neueste von der Pressekonferenz der Landespolizeidirektion Burgenland zur Flüchtlingstragödie auf der Ostautobahn.